Mein Name ist Jonas Garschammer, ich bin Biodiversitätsberater am Landratsamt Rosenheim an der unteren Naturschutzbehörde. Zu meinen Aufgaben gehört das Schutzgebietsmanagement, das heißt die vielen Naturschutzgebiete, die wir im Landkreis haben, zu betreuen. Zum anderen aber auch diese miteinander zu vernetzen, das heißt den Biotopverbund aufzubauen. Weiterhin betreibe ich auch viel Öffentlichkeitsarbeit, um unsere Anliegen der Naturschutzverwaltung nach außen zu tragen. Als Alpenlandkreis weist Rosenheim eine unglaubliche Vielfalt an Lebensräumen auf. Von den alpinen Matten hin über die Flusslandschaften zu den Seen und Mooren des Alpenvorlandes. Und wir sind hier an einem dieser seltenen Moore, einem Kalkflachmoor, und hier kommt das bayerische Löffelkraut vor. Eine ganz seltene Pflanze, ein Endemit, der weltweit nur im Voralpenland vorkommt und auch hier im Landkreis nur an 5 verschiedenen Standorten. Ich bin fasziniert von der Komplexität der Natur, von den vielen Tieren und Pflanzen, die es bei uns gibt und auch den Wirkungsgefügen untereinander. Aber auch der Abhängigkeit mit der menschlichen Nutzung unserer Kulturlandschaft. Und diese Natur zu erhalten, das motiviert mich. Durch die Trockenheit der letzten Jahre, bedingt durch den globalen Klimawandel, sind vor allem unsere Moore stark unter Druck. Viele der dort vorkommenden Pflanzen sind stark vom Aussterben bedroht. Und es ist eine besondere Herausforderung, damit umzugehen. Mein Naturtalent ist es, auf solche Herausforderungen kreativ zu reagieren und gemeinsam mit anderen Nutzergruppen wie der Landwirtschaft oder auch dem Forst kooperativ Lösungsansätze zu entwickeln.